Hallo und willkommen zurück zu Wirt bei Deponia. Und falls man sich wundert, warum ich hier in diesem Gang bin, naja, ich konnte halt das Spiel nicht speichern, während ich da dieses Rätsel machte und ja. Aber hey, dafür kann ich jetzt das verdammt. Ich werde es gleich überspringen. Komplett. Denn, ja. Na endlich. So. Aha, ich glaube ich... Und so. Denn, ich habe das Video bereits gemacht gehabt, allerdings, ja, komplett für den Arsch. Und, musste alles nochmal neu machen jetzt. Nee. Immerhin weiß ich, dass ich von links nach rechts gehen sollte und, ja. Na, was soll's? Nö. Doch. Wie habe ich das vorher gemacht gehabt? Irgendwie. Ich hab's vergessen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vorher gemacht hatte. Schon geil. Nö. Doch. Nö. Das ist jetzt wirklich nö. Nee. Nö. Doch. Ja, geht doch. Und jetzt das da, nach da oben. Goal, jetzt! Aber hey, immerhin kann ich jetzt mir mehr Zeit lassen mit dem Rätsel, weil ich jetzt... jetzt weiß, dass ich nach rechts gehen sollte, weil ich so blind bin. Toller Fall. Ja. Nö. Doch. Nö. Doch. Ist schon ein bisschen blöd, dass man halt jeden einzelnen von diesen Fliesen, Kacheln, würde passen, anklicken soll. Kann man, glaube ich, einen kleinen Ticken bisschen lösen, besser lösen, oder? Wo habe ich den hingepackt? Ich glaube, irgendwo hier, oder? Okay. Ja, es ist fast richtig. Verdammt. Verdammt. Nö. Doch. Ja, schon fast. Ah, oh, verdammt. Nö. Nö. Klappe zu. Doch, jetzt aber. Na, da, da. Goal, jetzt! Und jetzt wären wir an den Punkt angekommen, an dem ich schon wieder gar nicht weiterkomme. Daher kann ich mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Ein bisschen, naja, um das zu lösen. Irgendwie. Ich weiß allerdings nicht, wie. Von daher, es kann dauern. Theoretisch. Nö. Doch! Nee, der bewegt sich schon mal nicht. Nee. Der geht auch nur so. So quasi. Da gehen die Blauen hin, da gehen die Blauen hin und da die Blauen. Oder. So. Nee, warte mal, warte. So. Nö. Doch. Ah, okay. Dann steht eigentlich nur noch der hier und der hier im Weg. Wie mache ich das? Verdammt. Allerdings bewegt der sich nur in die beiden Richtungen, kann das sein? Das ist natürlich nicht so super. Hallo. Jetzt. Muss ich die vielleicht erstmal in die... Ja, doch, irgendwie. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Gut. Rufus, Rufus, Rufus. Go. Yeah! Was?
aufs Maul! Wundervoll! Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Ja, das habe ich im letzten Video Reden bewiesen. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die sie sprengen wollen? Touché, Cletus! Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch, Goal. Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Mit dem letzten Video meinte ich übrigens das Video, was nicht existiert und gerade im Papierkorb drin ist. Ja. Egal, ich will einen Kaffee. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... Gute Nacht. In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Du hast keine Tasse und auch gerade kein Kaffee. Ja. Butzi, Butz. Bodwin. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund, von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Also ich nicht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein! Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Ja, offenbar. Vielleicht. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Ja, und ist so nutzlos und überfordert wie immer. Also echt mal. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt aussieht von deren Position aus, aber ich meine, Donner wird mich rein theoretisch direkt sehen können. Naja, gutes Versteck, was? Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnendings da. Genau das, wonach ich gesucht habe. Dann mal rein in die Tonne. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay. Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil. Ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts. Mit dem größten Vergnügen. Das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt? Hilfe! Ich werde von der Mülltonne entführt. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben?
Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder... nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000? Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will Ihnen nicht helfen. Er benutzt Sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Ganzen, Oha. Ich nehme den Großen. Sag mal. Ich hab da... Alter, bist du blind? Ich hab gesagt, den Großen? Was tun die da? Das bin ich nicht! Das ist die Maschine! Sie spinnt! Normalerweise würde ich ja bei dem Teil ja eher sagen, heil. Aber jetzt, großer Knopf! Nein! Aus! Aufhören, habe ich gesagt! Großer Knopf! Was ist denn das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Goal, das wollte ich nicht! Diesen nichtsnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Goal! Werf ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tod und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für ihn am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Na, prima. Boah, aua. Was? Die Hölle. War ja klar. Hast du nicht irgendwie gesagt, dass da von Anfang an... von gut bei Toponia halt.
dass das hier die Hölle ist? Also ist das hier für dich die Hölle? So sieht die Hölle für dich aus? Okay. Na dann, rein mit dem Ding. Ach nee, Quatsch. Da rein. Und ab nach Hause. Huch. Was? Was ist los? Ich sehe doch da hinten irgendwie was in dem Schwarzen. Aber ich kann hier nichts anderes machen, außer dass jetzt hier die Aussparung füllen mit dem Yin-Yang-Gedöns oder dem Austausch-Gedöns, Flubbidi-Wupp-Mammut-Fell, Haarföhner von, keine Ahnung, Katz und Fratz und Glatzmatz oder so. Mal gucken. Nö, da ist wirklich nichts. Da passiert gar nichts. Außer Matsch Rufus. Ich kann mich ja irren, aber... Gucken wir mal genau auf die Überreste von Rufus. Ist das da Blut? Da ist zumindest irgendwas Rostrotes. Ja, scheint so. Okay, wer so zermatscht wird, ist vermutlich platt. Was? Ja, das ist Logik höchsten Niveaus. Was? Sag mal, hier muss doch irgendwas zum Machen sein. Kann ich irgendwo hier hinten hin? Nö. Was? Es ist ja... Was? Also... Na, Rufus ist ja gerade mal dermaßen von überhaupt nicht mehr gesprächig. Okay. Warte mal. Feuerschnabel hier, ei. Okay, voll berühmt. Stromkehrer! Ja, dich habe ich auch schon vermisst. Okay, du bist aber diesmal ziemlich klein. Okay. Mach das. Kann ich... damit kann ich was machen, okay. Keine Ahnung. Ich lasse es mal so. Kann ich irgendwo hin? Ich meine... Mal gucken. Nö. Was mache ich denn nur hier? Ich meine, ich habe einen Stromumkehrer. Ich weiß nicht, wo ich... Aber, ach, warte mal. Quatsch. Genau. Hier irgendwo reinklatschen. Hoppala. Zum Fließband? Was? Was für ein Fließband? Okay. Was? Was für ein Ding? Soll ich da irgendwie unbeschadet rauskommen oder wie jetzt? Ah ja, stimmt hier. Mal Anleitung.
Na prima, Hufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende das Fließband ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll... Ja... Okay, habe ich auch richtig gelesen. Vielleicht so? Mal gucken. Na, mach da Tür auf. Die Tür auf. Ja, genau, die Tür. Die Hebebühne, weg damit! Du bist schon tot, jammer nicht rum. Oh. Ich glaube, hat nicht funktioniert. Oder? Cool, doch. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Rufus, du kannst reden. Yay. Endlich. Geh ins Licht. Mach's Licht an. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Das ist eine Art Klonfabrik oder irgendwie sowas in der Art. Ich meine, hier ist ein Skelett. Komisch. Hey, du! Was? Bleib doch mal stehen! Ich verlange Antworten! Da rennt der Tod weg. So ein Mist. Oder was auch immer das gewesen sein soll. Kann ich hier was mitnehmen? Alles mitnehmen, was nicht nied- und nadelfest ist und was auch. Was soll ich damit? Reines Leergut. Ach, sonst nimmst du doch auch alles mit. Also. Na, Oliven auch noch mit. Bohnensack. So, alles mitnehmen. Kann ich die Oliven da auch noch irgendwie in der Ölmühle pressen? Oder so? Jetzt nimmst du auch den Flakon mit, Mein Gott. Nu? Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Mist. Da komme ich wohl nicht hin, dass irgendwie... Nee, da... Geht gar nichts. Ist bald mal Feierabend? Ja. Ja, ja, doch. Ist gleich. Was? Schrottballschläger? Das habe ich irgendwie übersehen, kann das sein? Sehr gut. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Was denn das? Eiweiß, Mineralien, Wasser, Fett, Kohlenhydrate. Mysteriöse 6 Anzeigen? Ich? Wow! Boah, das sind krasse Infos. Okay. Kann ich vielleicht... Ich weiß ja nicht, aber... Ach, das ist eine Scheibe? Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Da ist eine Scheibe? Okay. Na, ja, gut. Und... Was dauert mich?
werden wir in der nächsten Folge erwarten, herausfinden, erwarten können, manchmal weiß ich echt nicht, was ich sagen will. Also, manchmal? Quatsch, immer. Ich bin so verwirrt in der Birne. Ja. In der nächsten Folge gibt's Untoten Gedöns von Mr. Sensentypi von da oben und, der will uns gefälligst verraten, warum wir Klone von mir existieren oder was auch immer ich jetzt bin oder... Und warum diese Dinger hier Speckaugenbrauen haben. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.